Ui, man lässt uns keine Sekunde Pause hier in the Void. Und ich habe in der Pause mal nachgeguckt. Es handelt sich... Oh, da ist ein Dickerchen. Was ich sagen wollte, es handelt sich tatsächlich um ein Secret Level. Das heißt, wir haben unser erstes offizielles Secret Level in Doom 64 gefunden. Das freut mich. Und hier brauchen wir schon einen roten Schlüssel. Ganz schön makabre Konstruktion. Sieht aber ziemlich geil aus. Vor allem mit dem Nebel. Das macht was her, würde ich sagen. Okay, die Ruhe finde ich schon wieder unbehagen. Ist das ein Abgrund hier? Ja, geil. Oh, diese ganzen Geräusche. Der muss weg. Auch wenn er uns durch das Gitter noch nicht erreichen kann. Was? Ist das ein Mencubus? Ich glaube, das war ein Mencubus. Ja. Boah, für einen Moment dachte ich schon, ein Cyberdemon, Alter. Oh. Seit ich den Cyberdemon von vor zwei Leveln gesehen habe, bin ich jetzt total hier auf dem Cyberdemon-Trip. Ich glaube aber, das blöde Pain-Elemental haben wir erledigt, oder? Aber warum sind hier noch so viele Köpfe? Ich glaube, da sind ein paar mehr. Egal, ich habe jetzt keine Zeit, mich um euch zu kümmern. Ihr Schwachmaten, ich gucke jetzt hier mal weiter. Oh, noch so einer. Uiuiui. Das hätte ins Auge gehen können, mein Freund. Und ich mag meine Augen. Von daher, lass das. Ich hasse das. Eieiei, das sind ja Speckschwarten, du. Und wie die zerfließen. Wunderschön. Wunderschön. Im Auge des Abgrunds. Okay. Rockets, die nehmen wir natürlich auch mit. Die habe ich sehr gerne. Hier ist ein Schlüssel. Gelb oder rot? Ich kann es immer noch nicht entziffern. Die Frage ist, wie kommen wir an den ran? Hier ist ein Raketenwerfer. Kann ich hier irgendwas runterfahren? Anscheinend nicht. Hier? Ist hier wieder irgendwo ein Schalter versteckt oder so? Okay. Also hier scheint es irgendwie noch nicht weiter zu gehen. Aber hier ja auch nicht, ne? Also ich habe zumindest keinen Weg gesehen. Oder wir können hier rein. Das ist, ja, natürlich... Ah, okay. Scheiße, jetzt müssen wir uns leider um die ganzen Köpfe hier kümmern. Ja, da ist tatsächlich noch so ein Pain-Elemental. Hab's mir fast schon gedacht. Ach du Scheiße. Weil so viele Köpfe, die sind ja nicht natürlich gewesen. So. Das hat mich jetzt meine halbe Munition für die Waffe gekostet. Aber jetzt ist wenigstens Ruhe. Ich versuche hier alle mal zu aktivieren. Ich höre hier Geschosse aus der Entfernung. Genau. Was ist denn das da hinten? Ein Imp oder ein... Baron oder ich glaube, es ist ein Imp nur. Ja, es ist ein Imp. Mal gucken, ob ich den erwischen kann. Wenn nicht, dann scheiß drauf. Why? Er erwischt mich natürlich. So geht's natürlich auch. Aber ich komme noch zu dir. Bin ich mir ziemlich sicher. Okay. Oh! Mieser Teleport, du. Mieser Teleport. Wechsel die Waffen. Gehen wir mal so durch wie Buddha. Okay, jetzt bin ich definitiv an einem anderen Ort. Und ich weiß auch, warum das Level in the Void heißt jetzt. Da können wir natürlich noch nicht drüber. Wäre ja auch ein Witz, wenn man da drüber könnte. Da brauchen wir den Yellow Key dafür. Ist hier wieder ein Teleport? Ja. Oi! Ist das mies, Alter. Die sind so mies. Diese Level-Konstrukteure. Aber das Level von der Konstruktion, vom Design her gefällt mir echt gut. Sieht echt cool aus. Zum Beispiel das hier. Sehr geil. Da kommt raus. Eigentlich habe ich ja keine Angst mehr von denen. In Wahrheit sind sie ja Schlappschwänze. Sagen wir es doch einfach mal so, wie es ist. Das ist einfach nur die Wahrheit. Kanonenfutter sind die Fettklöpse. Sie denken halt... Hat der mich jetzt ernsthaft durch die Mauer angeschossen? Ich fasse es nicht, ne? Das passiert halt, wenn man so eine große Klappe hat. Dann rächt sich das Spiel auf seine Weise. Und ich glaube, wenn ich den Schlüssel hier einsammle, dann rächt sich das Spiel ebenfalls auf eine besondere Weise. Deswegen, erstmal sichern. Okay, ich habe einen Teleport-Sound gehört. Das heißt doch bestimmt, dass ich wieder Gegner hier rein gespawnt habe. Alter, mein Herz. Leute, hört auf. Ich bin schon ein alter Mann. Ich bin keine 15 mehr. Dessen Herz sowas ohne Probleme mitmacht.
Hey, Alter, die Pumpe. Meine Atmung wird schon wieder schwer. Diese Schweine. Okay. Ich wusste doch, da wartet irgendwas auf uns. Jetzt aber gut hier, hä? Auf eure Spielchen stehe ich nicht so. Oh, hier brauchen wir ja schon wieder einen Schlüssel. Aber immerhin gibt es hier eine Supercharge. Das ist, glaube ich, eine Unverwundbarkeit, nehme ich an, ne? So, wie kommen wir hier jetzt wieder zurück? Müssen wir jetzt die Teleporter wieder zurückgehen? Geht das? Oder müssen wir einen anderen Weg finden? Ne, man kann sich tatsächlich zurück teleportieren. So, wir haben den roten Schlüssel. Das heißt, wir müssen ganz zurück an den Start. Weil hier brauchen wir den gelben. Genau. Ich habe, ob man es glauben möchte oder nicht, wirklich sogar noch Übersicht. Das passiert mir ja nicht allzu oft. Oh. So, erledigt. Dann müssten wir jetzt wieder am Start sein. Genau, und dann können wir hier rein. Sehr gut. Kann ich irgendwas von der Muni hier aufsammeln? Nein. Nun denne. Also wie gesagt, finde ich von der Konstruktion her sehr hübsch, das Level. Wie viele Raketen haben wir denn? 59. Das ist doch noch eine ordentliche Portion. Das heißt, da können wir ruhig mal ein bisschen einhalten. So. Vielleicht nehme ich auch mal ein bisschen die Chain Gun, weil da liegt überall Muni für die rum. Ja. Immens viel Muni für die liegt da rum. Hä? Ich habe so das Gefühl, wir waren hier schon mal. Oder auch nicht. Vielleicht sieht das auch nur so gleich aus. So. Freund. Oh, 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 oh. Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Oh, zum Glück war der Specki im Weg. Sonst wären wir jetzt deutlich öfter getroffen worden von diesen Menchobussen. Oh. Alter, Finne, ey. Ganz ehrlich, mir geht die Pumpe, ich hab's schon erwähnt. Aber wir haben trotzdem, dank der Supercharge, noch über 100 Energie. Ich versuche ab und zu mal hier die Köpfe zu aktivieren. Vielleicht gibt's ja irgendwo mal ein Secret. So, jetzt haben wir den blauen Schlüssel. Kommen wir hier hoch? Nein. Das heißt, oh, voll reingestreckt, Depp. Das heißt, wir gehen den konventionellen Weg zurück. Und die durchbohre ich jetzt mal hier mit unserer Chain Gun. Wie gesagt, da lag ja genug Ammo rum auf dem Weg. So, der erste liegt. Aber die schlucken ganz schön von dem Mist hier. Das heißt, eine effektive Waffe gegen die ist das auf keinen Fall. Aber das wissen wir ja schon. Da muss man kein Genius sein, um das herauszufinden. So, die Energie kann ich jetzt gebrauchen. Genauso wie die Box of Bullets. So, jetzt geht der Weg wieder zurück. Blauer Key. Jetzt verliere ich trotzdem langsam die Übersicht. Aber ich glaube, ich weiß noch grob, wo wir damit hin müssen. Ich bin unentschlossen, welche Waffe ich nehmen möchte. Oh oh, aber ich sollte mich langsam entscheiden. Ich glaube, ich nehme trotzdem noch meinen Rocket Launcher. Aufgrund der Masse, die auf mich zugeströmt kommt hier. So. Und der kriegt noch ein bisschen Schrot. Schrot macht den Baron tot. Gut. Ich glaube, wir müssen nochmals da rein. Genau, rote Türe wollen wir nicht rein. Wir wollen hier entlang. Und da konnten wir, glaube ich... So, jetzt bin ich am Überlegen. Genau, hier brauchen wir den gelben. Hä, ging da jetzt irgendwas auf? Da war ich jetzt ein bisschen zu schnell. Aber ich glaube, wir wollen nicht hier. Ja, okay. Dann habe ich das trotzdem falsch in Erinnerung. Tut mir leid, meine Freunde. Das heißt, Moment. Hier wollten wir her, genau. Irgendwas ging anscheinend auf. Nur was? Nur was? Ich mache mal nochmal ein Save. Und dann schaue ich mal, ob hier irgendwas aufgegangen ist. Oder ich kann mir vorstellen... Bei dem gelben Key ging jetzt irgendeine Barriere runter oder so. Schauen wir mal zum gelben Key. Ich glaube, das Level ist nämlich gar nicht so groß. Ich glaube, wir müssen jetzt nur noch den gelben Key aufsammeln. Und dann sind wir quasi schon durch. So wie ich die Level-Designer kenne. Ich nehme mal an, hier ist jetzt irgendwas passiert. Nein. Scheißendreck. Oh, ich das hasse, Leute. Jetzt geht das wieder los. Siehst du, deswegen fand ich das andere Level, das Level zuvor, wo ich gemeint habe...
Das war gut, fand ich schöner. Da war immer gleich offensichtlich, was ein Schalter macht und was nicht. Hier ist jetzt wieder so ein Gebumse, wo ich mir jetzt überlegen darf, wo geht's weiter? Ach, Scheißendreck, du. Ich guck nochmal hier. Hier konnten wir davor nicht hoch, ne? Können wir aber immer noch nicht. Was ist denn das eigentlich? Ist das ein Jumppad oder irgend sowas? Ich hoffe ja nicht, dass das jetzt wieder so ein abgefucktes, unlösbares Rätsel ist, bloß weil das ein Secret-Level ist. Und von euch habe ich... Der wurde jetzt gerade rot, als ich ihn angeschossen habe, oder? Oder bin ich schon verrückt hier? Okay, hier kommen wir auf jeden Fall scheinbar noch nicht weiter. Das heißt, wir können... Ah ja, okay. Zum Glück habe ich das jetzt aus dem Augenwinkel gesehen. Okay, Moment, ich sichere nochmal. Geronimo! Du Arschloch. Okay, zum Glück habe ich gesichert. Das heißt, wir können gleich nochmal laden und sparen uns den Weg außen rum. So, wie können wir das denn wieder hochfahren? Da gibt es doch einen bestimmten Trick. So, wir haben den Yellow Skull Key, sehr schön. Dann den Weg habe ich mir gemerkt, das dürfte hier sein. Wir teleportieren uns nochmal. Genau, sehr schön. Aber was, ah ja, hier muss ich den Schalter aktivieren. Und dann Teleporter, Ziel, aus. Möchte ich hier runterfallen? Leap of Faith, oder wie? Vielleicht mache ich das mal mit Anlauf. Ja, das scheint gepasst zu haben. Also, das war dann wohl das Ziel. Das war das erste Secret Level. Also natürlich nicht das erste Secret Level im Spiel. Ich glaube, wir haben schon 3 oder 4 verpasst. Aber das erste, das wir gefunden haben, in the Void, mit voller Punktezahl. Das ist sehr, sehr hübsch. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder in The Spyro, auf gut Deutsch. Bis zum nächsten Mal.